Schwing! Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elite Dangerous mit dem Sebastian. Hi und dem Robin natürlich. Jo, wir haben euch letzte Folge gezeigt, wie man in Quinns Geld mit Scan-Missionen verdient. Ihr erinnert euch sicher dran. Wenn nicht, schaut euch das mal an. Lohnt sich wirklich. Was wir euch diese Folge zeigen wollen und auch die kommenden Folgen, ist, was man denn alternativ noch so machen kann, um Geld zu verdienen in Quinns. Denn Quinns bietet nicht nur Scan-Missionen, sondern man kann hier auch super gut Massaker-Missionen machen. Also dieses töte 30 Schiffe in 2 Tagen und bla. Ne? Ach, so ist das. Ja. Gut. Also begebe ich mich jetzt zurück zur Station, setze mich wieder in mein eigentliches Schiff und dann schauen wir uns das mal an. Wie ist das mit dir, Sebastian? Bist du schon an Millerport angedockt? Ich warte in Millerport auf dich. Nice. Ja, ich bin da jetzt auch gleich. Meine Sidewinder gibt schon Vollgas. Ich weiß, das ist nicht so viel, aber tut sie. Besser als nichts. Ja, ist so. Ihr seht auch, hier sind jede Menge Spieler unterwegs. Die haben alle schon spitz gekriegt, was hier abgeht. Ich würde sagen, für die Massaker-Mission gehen wir aber ins Privat, oder? Private Gruppe. Jo. Sollen wir da auch erstmal cyclen und gucken oder sollen wir das Erstbeste annehmen? Ich würde da das genauso machen wie bei den Scan-Missionen. Also cyclen, bis wir was ein richtig gutes Board haben, irgendwie so 12 Missionen von einer Fraktion oder so. Ja, da wollte ich nicht fragen, wen greifen wir denn dann an jetzt? Pff, weißt du? Weil, ich meine, so oder so, wir verbauen uns das ja irgendwie, ne? Also. Ja gut, aber du kriegst die Reputation ja relativ schnell wieder hoch. Ne? Mit Scan-Missionen. Ja, machst aber wir dürfen halt nicht zu tief wieder fallen. Nee, wir machen ja nur hier einmal so Missionen zum Zeigen, ne? Da die werden wir folgen. Ja, ja. Der weiß, wie schnell wir so 30 Schiffe geblättert haben. Oh, da wäre ich mir, da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, das dauert. Ey, hör auf. Also wir haben, als wir die Multicrew getestet haben, sind wir schon ordentlich abgegangen. Und da saßt du nur als Gunner neben mir. Jetzt bist du noch in deiner Lady Everson dabei. Das stimmt. Aber nochmal kurz zur Abklärung. Was machen wir hier? Tradition Faction massakrieren oder Galactic Corporation massakrieren? Ich würde... Fuck. Was? Spiel abgestürzt? Ich glaub schon. Ich hab schon ein Bild. Syntax-Error. Ja, liebe Leute. Da schaue ich doch mal eben, was hier gerade abgeht. Nix, offenbar. Spiel starten. So. Sowas aber auch. Mensch. Was hört sich denn cooler an zu bekämpfen? Ich weiß nicht, ich würde einfach das erste nehmen, wo es richtig viele Missionen auf einmal gibt. Ja, aber das Problem ist halt, das ist ja bei uns nicht gleich. Wenn wir in derselben... Ja, aber wir cyclen ja durch Einzelspieler, offenes Spiel, und private Gruppe. Ja gut, das ist richtig. Ja, das weiß ich nicht. Überlegen wir uns dann. Gut, also beenden wir jetzt hier wieder die Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nee. Nein, wie kommst du darauf? Ja. Ach du Scheiße, jetzt wäre ich fast auf die Station zugesprungen. Mal keinen Scheiß bauen hier. We are honored by your visit. Ja, ich weiß, ich bin schon ziemlich cool. Eigentlich. Meiner Sidewinder hier. Geht schon ab. Okay. Ey, weißt du, jetzt nehme ich auf,
möchte hier bitte Massaker-Mission haben und jetzt werde ich mit der Scam-Mission zugeschissen. Ich würde gestern Abend privat mal eine Runde spielen, krieg nur so eine Massaker-Mission. Hat er bestimmt 20 Stück angeboten gekriegt. Tja. Massaker-Alpaka, ey. Was ist da los? Vollgas! So, ich lande jetzt. Mach dich bereit. Teamarbeit. Hui! Handelsmissionen. Boah, krass. 12 Schiffe. Ja, ich bin zu schnell, blablabla. Boah, zack das Bolz. Was ist denn hier gerade los? Balls of Steel. So, schön vorsichtig landen. Wir haben ja keine Schilde und so. Oh. Wundervoll. Ja. Könnt nur vorsichtig landen, wenn ihr dabei dieses Geräusch macht. Mhm. Das ist wichtig. Das freut mich. So, jetzt gebe ich hier erstmal noch meine Restmission. Aua. Aus der letzten Folge. Da baut er so alles ab. Voll mit dem Knie unter den Schreibtisch geklatscht. Ja, Robin spielt noch nebenbei, guckt sich einen Horrorfilm an. Er hat sich kurz mal erschreckt. Ja, das Best-of. Das ist Horror genug. Ey, jetzt mach mal nicht so, du fandest das gut. Ja, das war auch... Ich fand's auch gut. Aber jetzt keine Eigenwerbung hier. Konzentration. Doch, guckt's euch an. Sofort. So. Ich geb alles ab. Ich geb ab. Ich geb ab. Ich bin im Frachtraum. Ich geb ab. Geb ab, 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 ab. Wie sieht's aus? So. Achso, ich kann hier schon mal ein Screenshot von der Massaker-Mission machen, die einfach mal 22 Millionen gibt. Ach, da bist du auch. Tradition. Fraction. Nee, Galactic 100. Corporation. Oh. Siehst du, da geht nämlich schon los. Aber es sind irgendwie über 100 Viecher killen. Ja. Nee, also wir haben uns auch überlegt, wir setzen uns eine Obergrenze. Für wie viel wir killen wollen. Ich würde mal sagen, irgendwas so um die 30 sollte reichen. Ne? Jo, das stimmt. Wenn man jetzt wenigstens überhaupt mal was bekommen würde. Oh, 9 Mille, 64, ja toll. Weißt du? Mhm. Oberflächenscan. Ja. So. Da habe ich doch schon mal wieder schwer abgesahnt. Wir nehmen eine Woche zu spät auf, Robin. Wir hätten das letzte Woche machen sollen, wo hier Shutdown und Krieg und Hasse nicht gesehen war. Scheiße, Krieg. Kriegsrecht. So, ich wechsle jetzt erstmal wieder zu meinem ordentlichen Schiff. Ich krieg nur Skin-Mission. Jetzt, wo ich sie nicht brauche. Use this ship. Stand by. Kack ab, ey. Kreisel, Kreisel. Kreisel, Kreisel, Kreisel. Kreisel. So. Mission Board, meine Damen und Herren. Warte mal, was ist das hier? 22 Millionen für 108 Schiffe killen. Ist ja nix! Ja, mache ich mal eben schnell einen Wisch. Im Rest der Folge machen wir das. So. Durch für Sidewind das Durchfliegen einfach. Genau! Einfach so ein bisschen ummähen. Ey, ich meine, ich find's echt nett mit den Scam-Missionen, aber jetzt möchte ich sie aus. Spät heute Abend. Dann ja. Dann kriegst nicht du jetzt wahrscheinlich wieder gar nichts. Ja, dann kann ich sie nicht wieder der Reihe nach killen. Ja. Wir haben das so geplant, aber leider ist die Planung nicht immer deckungsgleich mit dem, was das Spiel uns so bietet, ne? Ja, wir können uns leider nicht mit den Entwicklern mal kurz schließen. So, Jungs, ne? Ist nicht. Wir wollen das jetzt zeigen. Boah, wie krass schnell hat das Spiel denn jetzt gerade geladen? Offenes Spiel. Was ich ja noch nicht machen musste, als bist du nochmal abgestürzt.
Nee, das Spiel hat gerade einfach super schnell geladen. Das war so zack, fertig. Mein Schiff hatte gar keine Chance zu kreiseln. Da ist einfach nix. Letzte Folge, ne? Kurz bevor wir die aufgenommen haben, war das ganze Mission Board voll. Voller Massaker-Mission. Ja, mindestens 3. Also ich hatte 12. Gut, das war... Und jetzt, aha! Also ich habe hier eine für 24. Nehme ich die schon mal so beispielhaft an. 24 Schiffe killen? Ja. Ich habe welche nur für 64 und 96. Ja gut, warte, ich cycle noch eine Runde. Ja, und da seht ihr jetzt auch, habt das perfekte Beispiel, wenn es mal nicht so läuft, ja? Ihr dürft einfach nicht aufgeben, weiter, irgendwann kommt es. So ist das. Ihr müsst die, den Finger immer am Abzug haben. Ja, und wenn sie, ach du Scheiße. Wenn sie dann kommen, dann seid ihr bereit. Teamarbeit. Manchmal hilft es auch, das Spiel einfach mal 15 Minuten stehen zu lassen und sich irgendwie ein Stück Kuchen zu holen oder so. Wie einen guten Tee. Und wenn er dann wieder kommt, einen guten Tee lässt du nicht 15 Minuten stehen, Alter. Wenn du das mit schwarzem Tee machst, dann kannst du den danach nicht mehr trinken. Ja, ich habe jetzt hier 56 und 72. Insgesamt wären das 10 Millionen. Ja. Tradition Faction massakrieren. Wie viele? Einmal 24, einmal 40, einmal 36. Das klingt gut. Ich will auch so. Soll ich? Also Tradition Faction, ne? Nehme ich an. Tradition Faction killen oder für Tradition Faction arbeiten? Schiffe der Queen's Citizens of Tradition Faction massakrieren. Okay. Annehmen? Ja, gib ihm. Gib ihm okay. Alles. Volle Lutte. Lutsche. Ja, hier. Denn los. So, was hab ich gut. Denn jetzt hier? Dann cycle ich noch so lange durch, bis du auch was gefunden hast. Citizens of Tradition. Ja, habe ich auch, aber das, ja, 24. Citizens of Tradition killen, hast du gesagt, ne? Ja. Ja. Ja, gut, habe ich jetzt eine Mission. Der Überwahnsinn. Eine Mission ist natürlich nicht so krass. War ich nicht gerade schon in der Private Group? Ich komme schon durcheinander. Ist das die Realität? Achso, ja. Du könntest schon mal in die Private Group wechseln, wo wir ja dann gleich bruisen gehen, ne? Meine Augen sind Puzzleteile. Oh, jetzt habe ich hier schon wieder ein sehr geiles Board voller Planetary Scan Drops. Machst du nix. Da machst du nix. Joa. Tut mir leid, wenn das für den einen oder anderen jetzt ein bisschen langweilig wirkt, aber auch das gehört zum Spiel. Ja. Jetzt hab ich sie. Manchmal fliegst du und verdienst Geld und manchmal cycles einfach nur. Jetzt hab ich sie. Fuck. Jawollo. Ja, weißt du, mich würde das ja nicht mal stören, dass hier nur Scan-Missionen halt kommen, aber die geben alle unfassbar viel Kohle. Ich hatte gerade welche in ein Board gehabt, wo irgendwie 4 Missionen mit über 2 Mille drin waren. Und wenn ich dann, ich weiß genau, wenn ich dann privat mal anzocke, sitze ich dann da und guck, so irgendwie Scan-Mission ein Credit oder so. Also, ich habe jetzt 4 Missionen gestackt, die geben mir 1,5 und 3,55. sind 9,10,7. Ja, 10,7 Mille. Alles klar. Ich ja, nice, da sind wir auf dem gleichen Stand. Dann, ich komme in die private Gruppe. Ich auch. Gut. So, Leute, jetzt geht es los. Jetzt wird getötet. Tötensen.
da schicken wir dem Sebastian doch erstmal schon mal ein Invite und fahren die Karre an die Oberfläche. Dito. Alles klar. Ich habe schon mit dem Feind kommuniziert, der weiß jetzt, dass wir kommen. So, können wir los? Wir können los. Gut. Du fliegst zuerst raus, du bist vor mir. Oh Gott, ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Ach, butterweich. Oh scheiße, ich bin das schon gar nicht mehr gewohnt, so ein Riesenteil zu haben hier. Na gut, das schon, aber ich meine jetzt mit so einem Ding zu fliegen ist jetzt halt... Ja, zu fliegen halt. Dieses geile, Paintjob-Teil. Oh! Oh, du bist halt schon draußen. Ja! Ich wollte gerade gucken. Was okay. Für ein geiles Paintjob-Teil? Ja, von dir. Hier, so. Conflict Zone Low Intensity. Habe ich schon mal anvisiert. Ich spring ihn an. Häng dich an mich dran. So, ja, kann man machen. Habe ich überhaupt hier Waffen? Ja, Schiff ist ausgerüstet. Läuft. Was? Also, das wäre der krasseste Clip überhaupt. Cutter, bitte. Cutter, genau. Fuck, Alter, ich bin... Ja, Airflick aktivieren. Das war's. Ich bin schon so ewig nicht mehr im Wing geflogen. Ja, ich auch nicht. Jetzt war ja auch erstmal Multicrew interessanter, ne? Ja, das stimmt. Ich habe den Nufflink activated. Nice who. Nice who are, dice who are. So, wie lange haben wir Zeit für die Mission? Ach guck mal, 20 Stunden ist eigentlich ganz gut angesetzt für die paar Schiffe. Ja, ich finde auch. 20 Stunden 46 Minuten habe ich sogar. Ja, das war jetzt 20. Ja, gut, weißt du was? 20 Stunden 45 Minuten, 20 Stunden 58 Minuten, 20 Stunden 50 Minuten. Bist jetzt zufrieden? Nein, nein, nein. Ich habe die niedrigste Zahl vorgelesen, weil in der Zeit müssen wir ja fertig sein, ne? Also 20 Stunden 45 Minuten müssen wir spätestens alles haben. Ja, ich denke mal, dass wir bis zu Ende der fünften Folge dann mindestens 40 Schiffe gekillt haben. Ich hoffe mal, dass wir so gut sind. Klar. Dass wir nicht eingerostet sind, wo wir jetzt wochenlang nur in der Sidewinder rumgegärmelt haben. Ich meine, dein Äumel ist rot, mein Äumel ist pink. Ja, was hast du erwartet? Wir drehen jetzt richtig auf. Ja, stimmt. Wir haben eigentlich schon die krassesten Tarnfarben überhaupt. Jo, pink wie der Weltall. Wie der Weltall, Junge. was machst du denn? Bist du gleich da? Walla, schwöre, du brauchst das Papier nicht. Walla, sag Walla. Boah, das war auch so schlimm gewesen, ey. Ah, schönes Video. So, wir sind gleich da. Yeah. Das erinnert mich irgendwie so an die Rückfahrt vom Japan-Tag. Bitte kurbeln Sie Ihre Fenster hoch und bringen Sie Ihre Sitzlehne in eine aufrechte Position. Wenn du im Flugzeug hörst, kurbeln Sie Ihre Fenster hoch. Ja, es ist ein kleines Flugzeug. Das ist trotzdem genauso scheiße kalt da oben. Und du hast danach voll die krasse Sturmfrisur, ey. Das auf jeden Fall. Gleich bin ich da, gleich. Ist es soweit? Ja, und wenn ihr uns wirklich kämpfen sehen wollt, dann schaut doch in der nächsten Folge rein. Oh nö, oder? Doch, Cliffhanger, Junge! Scheiße. Bei ja, Let's gut. Play Elite Dangerous 2.3 mit dem Sebastian. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.